Verbiegen. Verbiegen bedeutet zum einen durch Ausübung einer Kraft zu bewirken, dass etwas Gerades krumm wird. Zum Beispiel kann man Nägel verbiegen, wenn man nicht richtig mit dem Hammer draufschlägt. Oder man kann auch Draht verbiegen, um zum Beispiel ein Schmuckstück daraus zu machen. Es kann auch etwas unter einer Last verbogen werden. Zum Beispiel können sich unter der Last vieler Bücher Regalbretter verbiegen. Man kann auch den Charakter verbiegen. Man kann zum Beispiel sagen, dass Menschen, die in ein bestimmtes Team hineinkommen, durch die Erfahrung in diesem Team verbogen werden. Lass dich nicht verbiegen. Verbiege dich nicht. Es gibt nämlich auch noch eine weitere Bedeutung des Begriffes verbiegen, sich selbst verbiegen. Das heißt, man hat bestimmte Fähigkeiten, man hat bestimmte Anliegen, man hat bestimmte ethische Vorstellungen und dann zum Wohl von anderer verbiegt man sich so sehr, dass man sich nachher nicht mehr gut fühlt. Es ist wichtig, sich anzupassen an andere. Es ist wichtig, einzugehen auf andere. Es ist wichtig, flexibel zu sein. Nicht umsonst sagt Swami Sivananda, adapt, adjust, accommodate. Stimme dich auf andere ein, pass dich an, sei flexibel. Aber bei aller Notwendigkeit der Flexibilität musst du dich nicht verbiegen, um allen Anforderungen anderer gerecht zu werden. Manchmal musst du einfach sagen, ich bin Veganer und ich bleibe dabei. Mir liegt das Unterrichten von Yoga mehr am Herzen als anderes. Und die Art und Weise, wie ich jetzt unterrichte, das ist eine gute. Ich werde mich jetzt nicht so sehr verbiegen, dass es anderen zu sehr entspricht. Man muss manchmal zu sich selbst stehen. Man muss manchmal mutig sein. Man muss manchmal mit Gottvertrauen und Selbstvertrauen das tun, was man tief im Inneren für richtig hält. Manchmal aber muss man auch flexibel sein und sich anpassen. Flexibel sein, anpassen ist gut, sich verbiegen, zu sehr verbiegen, nicht so. Und zwischen diesen beiden Polen muss man sich immer wieder von Neuem entscheiden.